Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf, wir spielen Hearthstone im Tavern Brawl. Und ich bin ein bisschen traurig, denn jetzt hier, ich glaube, es ist die 8. Woche, ne? Wird der Tavern Brawl recycelt. Es war der erste, den wir erleben durften. Es war auch der, wie ich finde, mit wohl aufregendste, weil man natürlich irgendwelche Bosse spielt und Karten spielt, die man sonst nicht spielen kann und so. Ist ja alles schön und gut, aber ich würde sagen, Tavern Brawl, das Prinzip an sich, hat viel mehr Potenzial. Vielleicht liegt es daran, dass die Jungs und Mädels von Blizzard sich jetzt auf die Gamescom vorbereiten müssen und keine Zeit war für irgendwie neue Experimente und so. Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen traurig und das alte Problem kommt wieder auf, wie ja viele Leute schon gesagt haben, dass sie Nefarian ein bisschen OP finden. Ich habe eben ein Testspiel gemacht und habe mal wieder hart versagt als Ragnaros. Nun gut, ich denke mal, diese Woche werde ich euch nicht nerven mit Tavern Brawl Videos. Ihr kennt ja diesen Modus bereits. Vielleicht ein, zwei Videos dazu. Lass uns nochmal eintauchen, aber ich bin echt ein bisschen traurig, ne? Ich bin ein bisschen traurig. Ich hatte mich auch so sehr gefreut, extra jetzt 17 Uhr freigehalten, wenn das Ding online kommt. Jetzt haben wir hier den Wiederholungssalat. Mal gucken. Wir können ja so ein bisschen Spaß haben. Wir müssen darauf hoffen, dass die nächsten Tavern Brawls doch nochmal was Neues bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich werde mal gucken, ob ich mit ein paar Leuten sprechen kann von Blizzard und die mal fragen kann. Vielleicht habt ihr ja da schon irgendwelche Infos. Vielleicht gab es ein öffentliches Statement, was ich nicht gesehen habe. Kann ja alles sein. Aber nun kommen wir erstmal genau wieder zu der Problematik. Ich habe Ragnaros gekriegt. Und Ragnaros, oh mein Gott. Also, wenn man da nicht Glück hat mit den Karten, ist das ein Problem. Das ist eine Sache, ne? Mal gucken. Wie gesagt, vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Bin hier auf jeden Fall schon mal Face. Ihr wisst ja, ihr erinnert euch, wenn diese Waffe hier aus ist, ja, wenn diese Aufladungen hier vorbei sind, dann kriegt man die Ragnaros-Kraft. Die Heldenkraft, die 8 Schaden random macht an irgendeinem Gegner. Aber bis dahin muss man erstmal überleben. Und wenn der Nefarian da gute Karten hat und geile Zauber zieht, dann hat man ein Problem. Der Player plays a card. Machen wir doch die zu. Ist die 9? Nee, ne? War die schon vorher drin? Ich weiß es gerade nicht. Wird er den hier. Ja, ich meine, wir müssen ja auch Sachen machen, ne? Dann lass uns das mal so machen. Vielleicht können wir da ja Sachen machen. Oh Mann, ey. Ja, was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, dass das jetzt hier recycelt wird? Ich meine, wie gesagt, war ja einer der spannendsten Tavern Brawls. So schlimm finde ich das jetzt gar nicht, dass es zurückkommt. Und ich habe ja bei manch einem Tavern Brawl auch gesagt, oh, ich vermisst ihn jetzt schon, wenn er dann vorbei ist. Und ja, so ist ja halt auch eine Möglichkeit, dann wieder coole Tavern Brawls nochmal spielen zu können. Ja, ich hoffe nur, dass sie da. Ich habe irgendwas warum wieder im Hals, ne? Dass sie da irgendwie trotzdem nochmal neue wieder einschieben werden. Den muss natürlich. Was war der nochmal? Start of a turn, gib mir jetzt 3 Attack. Ach du Scheiße! Wie soll ich denn den da wegkriegen? Der gibt doch allen dann plus 3. Das ist so OP, ne? Ja, dann müssen wir das erstmal so machen. Autsch. Und schon mal sau viel Schaden fressen. Naja, mal gucken. Also den hier wird er ja auf jeden Fall töten, ne? Sonst wäre er ganz schön dumm. Okay, aber er kann es auch halt anders machen, ne? Er muss ja den nicht dafür aufopfern. Das ist so OP alles. Es ist so OP. Always wins a brawl. Wins brawls. Ja, den sollte man aber erst später spielen. Das ist doch geil. Ja, den können wir spielen hier, ne? Den sollten wir aber vielleicht spielen. Das ist alles nicht so leicht. Dann lass uns doch mal sowas machen hier. Naja, gebt euch doch noch ein bisschen mehr Angriffskraft. Ihr habt ja noch nicht genug. 21
diesen Turn. Und er hat ja vielleicht noch Sachen, mit denen er noch mehr machen kann, ne? Arcane Shot. Für 0. So, tschüss. War schön mit dir. Scheiße. Oh, Mann. Okay, ich nehme an, er wird Face gehen, aber er hat ja auch noch 6 Mana. Ich meine. Ja, spiel nochmal einen 7-7er. Den hier kann ich nicht loswerden, dass wir dann 10-7er. Ich habe noch 16 Leben. Ich könnte jetzt den hier wegkriegen. Er hat ja noch 17 und ich habe aber nicht mehr so viel Leben. Das heißt, ich muss eigentlich diese Karte hier spielen und habe dann nur noch. Es ist doch scheiße, Leute. Zack. Zack. Ja, ist schon mal super. Wie soll man das denn machen, bitte? Wie soll man das denn machen, bitte? Kann man nicht machen. Ich habe mich natürlich verrechnet. Er hat natürlich auch direkt noch. Ach, come on. Jetzt mach das. Komm, nee. Nee, komm. Das wäre jetzt hier zu blöd. Die hätten zumindest mal so ein bisschen hier an der Balance schrauben können, ne? Vielleicht haben sie was gemacht. Ich habe es bloß nicht gesehen. Aber ich fand immer noch den Nefarian hier gegenüber von dem Ragnaros hier, fand ich ihn immer noch ziemlich OP. Hallo? Hallo? Ja, ich habe eben schon gemerkt, dass die Server anscheinend doch ein bisschen ausgelastet sind. Auch wenn es der alte Tavern Brawl ist. Anscheinend hatten die Leute Spaß daran und spielen das jetzt alle hier. Komm. Jetzt einmal eine Farian. Oder? Come on. Ich glaube, wenn man jetzt noch auswählen könnte, wenn man spielt, dann würden wahrscheinlich gar keine Spiele zustande kommen. Weil die meisten eine Farian spielen wollen. Ich habe jetzt zweimal das Spiel gestartet und zweimal Ragnar rausbekommen. Also eigentlich müsste ich jetzt mal eine Farian kriegen, oder? Yes. Und das Lustige ist, dass ich jetzt trotzdem verlieren werde. Okay. Atres Kasvines. Können wir den mal wegpacken? Obwohl die Combo natürlich. Es ist alles. Wir gucken mal. Ich meine, so viel Spells hat er ja nun nicht. Und so die richtig geilen Karten haben wir jetzt aber auch nicht bekommen. Okay. Hm. Spielen wir den mal aus oder spielen wir den aus? Holen wir uns auch mal einen Zauber. Warum nicht? Gehen wir mit den Zelf an den Next Turn. Ich glaube, den kann er jetzt gar nicht großartig töten, oder? Meine nicht. Wahrscheinlich doch, aber pff, wir lassen es mal so. Wo ich hätte jetzt auch das Concealer raufpacken können. Warum eigentlich nicht? Den 2-2er kann er ja jetzt töten. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte es mal raushauen sollen. Ich hätte es mal raushauen sollen. Ist egal. Okay, das ist ein Zauber. Alles klar. at the end of each turn, summon all Corehound Pups that died this turn. Mhm. Das heißt, wenn ich die beide nicht loswerden kann, dann sollte ich auch keinen davon töten. Er geht Face mit der Waffe? Geht er jetzt echt Face mit der Waffe? Nein. Er ist ja auch nicht doof. Ah ja. Da haben wir den OP, Hannes. Machen wir erstmal sowas. Spielen wir jetzt schon den OP, Hannes? Ja, ne? Und jetzt aber. Mal gucken. Flamestrike hat er ja jetzt eh nicht spielen. Er hat nur 2 Mana. Und nu? Ciao, Raggi. Ich glaube, sehr viel machen kannst du hier nicht, oder? Ja, der Magma Rager, ne? Der ist eigentlich ganz gut. In manchen Situationen. Bla 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 bla. Oh. Das könnten wir jetzt auch machen.
Force of Nature. Auch nicht schlecht. Komm, dann machen wir das so. Dann spielen wir jetzt Force of Nature. Hauen den kaputt. Machen den kaputt. Machen den kaputt. Gehen face. Und fluten das Board. Weil wenn der jetzt hier noch überlebt und es sind noch einige Runden bis zu der Möglichkeit, dass er Flamestrike spielen kann, dann ist das hier ganz gut. Er hat natürlich noch eine Karte, glaube ich, die zwei Schaden macht an allen, oder Corruption macht an allen Minions auf dem Board. Ist alles möglich. Oh! Wie viel hatte er noch? Geh weg. Vier noch, okay. Kriegt er ihn noch weg? Nein. Guck mal, jetzt. Bam. Oh, shit. Ja, your opponent plays a card, gain 2 attack. Auch nicht schlecht. Aber lass uns mal mehr Karten ziehen. Und dann töten wir noch einen, noch den hier. Und dann machen wir ziemlich viel Schaden. Stop. Und wenn der Hannes noch überlebt, was ich nicht glaube, dann kriegen die ja nochmal plus 3 Attack und dann ist er ja eh tot. Hat er da eine Antwort, oder? Sind wir so klischeehaft OP, wie alle sagen? Könnte halt passieren, ne? Oh! Oh, ja, da hat er. Da hat er das nicht mehr machen wollen. Ich will es ihm nicht verübeln. Es war sau OP, was wir da gemacht haben. Es war sau OP. Und ich habe sogar noch einen Fehler gemacht am Anfang. Okay, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Und mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Folge davon. Wollen wir mal schauen. Da ich ja auf der Gamescom sein werde nächste Woche, kann ich ja den nächsten Tavern Brawl auch nicht aufnehmen. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft, aber vielleicht haben wir dann noch ein paar von denen hier parat. Ich werde jetzt hier die nächsten Tage ein paar Vorproduktionstage einlegen und da wird wahrscheinlich auch dieser Tavern Brawl noch mit dabei sein. Oh, Ragnaros, cool. Den mal weg. Die anderen sind ja nicht ganz so scheiße. Ja, ich meine, der kann auch ganz gut sein, wenn der Gegner unglaublich viel Schaden aufs Board legt. Also, Schaden in unser Gesicht macht. Ich finde, als Ragnaros sollte man immer als zweites dran sein. Na, shit. Okay, das heißt, wenn der Schaden kriegt, dann kriegt er plus 2 Attack, ne? Dann tun wir jetzt erstmal diesen riesen Taunt hier aufs Board. Ach, whenever ich eine Karte spiele. Ich dachte, wenn er Attack kriegt, jetzt habe ich. Ja, okay. Ich habe mal den Tipp gelesen oder in den Kommentaren. Lies mal die Kartentexte richtig! Es ist ein ganz guter Tipp. Um ehrlich zu sein, bin ich gerade so ein bisschen auf dem Sprung. Und es tut mir auch leid. Man darf so eigentlich keine Videos aufnehmen. Aber nun ist es passiert. Und wir machen hier Sachen. Ich meine, hätte ich großartig anders reagiert, wenn das nicht so gewesen wäre, wie es jetzt ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tja, die 6 Schaden müssen wir jetzt fressen. Und dann spielen wir noch so einen Magma Rager da. Und dann gucken wir mal, was wir daraus reißen können. Vielleicht können wir ja was daraus reißen. Wenn er nicht mal wieder irgendeinen OP-Zauber zieht. Guck mal, er hat schon 7 Mal. Es ist. Wie rechtfertigen die das? Nein! Oh mein Gott! Nee, Mo, du brauchst ja nicht zugucken.
Oh nein, jetzt gucken wir auch noch zu. Oh nein. Oh nein. Was sollen wir tun? Wie sollen wir da rangehen? Ich weiß es. Okay, Mo, guck nicht mehr zu. Völlig zu Recht. Spielen wir halt die Nacken hier. Die uns eigentlich gar nichts bringen. Aber vielleicht geht er ja drauf, um sie halt mal wegzuhauen, ne? Kann ja sein. Und dann nehmen wir zumindest erstmal nicht mal 14 Schaden, aber das... Oh Gott. Oh, ach ja, er kriegt ja auch Schaden. Jetzt hat er nur noch 56 Leben. Und jetzt kriegt er auch noch ein Secret. Was kann es bloß sein? Oh. Ja, läuft. Bisher läuft sehr gut. Wir könnten den schon mal spielen. Können wir nächste Runde einen Brawl machen? Was passiert jetzt hier? Ja. Noble Sacrifice. Natürlich. Oh je. Yeah. Das wird wohl ein eher einseitiges Spiel. Ach Mann. Ich hatte mich so sehr gefreut, ne? Ich hatte mich so sehr gefreut auf irgendwas Abgefahrenes Neues. Aber lass uns jetzt nicht deswegen die ganze Zeit rumweinen. Ich weiß, sowas macht man nicht. Spiel viele Minions, damit sich der Brawl lohnt. Swing. Kannst du vielleicht noch ein Minion spielen? Das wäre super. Nee, das ist kein Minion. Oh mein Gott. Mann, die sind Nefarian. Ich meine, ein Brawl macht ja jetzt auch nicht unbedingt nur positive Sachen jetzt hier gerade, ne? Aber wir müssen ihn spielen. Na? Immerhin. Immerhin. Noch einmal mit der Waffe angreifen, dann haben wir die Heldenkraft. Leben wir bis dahin oder macht er jetzt irgendwie noch 10 Schaden? Kriegt er jetzt vielleicht... Kriegt er jetzt vielleicht noch, ein Pyroblast oder so? Hat er gar nicht erst probiert, okay. Hier bringt auch ein Flamestrike nichts. Nicht, dass wir den spielen könnten. Ja, genau. Ja, come on. Oh, Pyroblast noch. Hast du ihn gekriegt? 10 Leben noch. Gibt doch keine Heilung und nix. Wie soll ich das denn machen, bitte? Ich bin jetzt schon tot. Ich kann nichts machen. Könnt den hier spielen. Und noch den hier. Und das war's. Dann hat er genug, um uns hier wegzuklotzen. Ja, genau. Fuck you. Ja, das Spiel war schon früher vorbei. Well played. Well played. Ich wollte es eigentlich dabei belassen, aber eins müssen wir noch machen. Eins müssen wir noch machen. Kann ja wohl nicht angehen. Kann ja wohl nicht angehen, was hier gerade los ist. Ich müsste eigentlich Statistik führen, wie oft ich mit wem gewinne. Hey, cool, wir haben nochmal Ragnar rausgekriegt. Von fünf Spielen? Viermal Ragnaros? Geil. Den behalten wir. Den könnten wir behalten. Den könnten wir behalten. Den tun wir mal weg. Weil wir da was richtig cool... Okay.
Kann man machen, aber wir werden dazu gezwungen sein, eh hier andere Karten zu spielen. Und er wird ja jetzt seinen 7-7er Dragon spielen und ach, Mann. Oh, nur 4 Leben. Nicht schlecht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Aber sonst nichts machen. Herrlich. Wir hätten den Coin benutzen können, um den Magma Rager zu rufen. Das wäre vielleicht sogar ganz schön schlau gewesen. Oh, ne. Die 6 Damage. Ja, eigentlich müssen wir den jetzt da drauf spielen. Aber dann stirbt er wiederum dagegen. Das heißt, das bringt uns eigentlich nichts. Dann spielen wir jetzt tatsächlich die Tante hier. Machen die anderen Karten zumindest ein bisschen billiger. Wenn dann irgendwann der Terrissen da rauskommt. Ist die Frage, ob er dann überlebt, ne? Ach, shit. Bist du wieder tot? Ich hätte den Magma Rager coinen sollen. Jetzt hat er den auch noch. Und das wird er auch noch. Ich rage quitte gleich. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist doch nicht deren Ernst, Leute. Ich kotze so hart. Ich kotze so hart. Wir müssen hier Sachen machen, Leute. Oh Mann, ey. Aber der Magma Rage am Anfang hätte jetzt auch nicht so viel gemacht, oder? Hätte der wirklich. Hätte der das Spiel jetzt gedreht? Ich glaube ja nicht. Okay, zumindest konnte er damit keinen direkten Schaden machen, aber. Ey, aber die haben auch Corruption. Sehr gut. Hat er das jetzt mit Absicht gemacht? I don't know. Wann sterben die denn jetzt? At the start of the corrupting player's turn. Okay, das heißt, nächste Runde sind die eh alle tot. Der inklusive, aber der nicht. Ah. Okay, dann machen wir sowas. Und brauchen hier jetzt nicht wirklich. Ah ja, wir können sowas machen. Okay. Jetzt müssten die ja eigentlich sterben, ne? Sehe ich das richtig? Jawohl! Okay, das war sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Das war ja eher zu seinem Nachteil, und zwar hart. Aha, wollte er mehr Platz haben auf dem Board, oder was? Schwing. Schwing. Ja, wir müssen jetzt mal anfangen zu bursten, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das demnächst passieren wird. Flamestrike? Echt? Und dann kriegt er auch noch Flamestrike. Und jetzt kriegt er noch irgendwas anderes Krasses. Aua, aua, aua. Und wir müssen noch einen Zug warten, bis wir Flamestrike spielen können. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Was machen wir jetzt? Sowas? Und jetzt ist die Frage. Machen wir sowas? Machen wir einfach mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn er die alle buffen kann, bin ich eh schon tot. Mehr oder weniger. Ja, hallo? Okay. Jetzt fehlt noch ein Buff. Oder so. Oder so. Es ist ja. Es ist. Erna, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Da kriegt man alle mal. Krankenhaus, das kann nicht sein. Nee, der neue Tavern Brawl. Der neue in Anführungszeichen. Das ist ja wohl völliger Quatsch. Und dann, wenn du Krankenhaus hast, hast du verloren. Als es neu war, habe ich noch gesagt: Oh, Ragnaros ist total balanced. Das ist kein Problem, wenn man den hat. So ein völliger Quatsch, ey. Nur am Verlieren wegen der Scheiße. Ja, nee, die Folge ist jetzt vorbei. Machen wir mal ein Sandwich, bitte. Mit Senf. Danke sehr. Meine Fresse.
So, sorry Leute, ich war kurz gemutet. Ja, da ist er wieder. Der erste Tavern Brawl. Man kann damit Spaß haben, man muss aber auch nicht. Ich werde da nochmal ein bisschen eintauchen. Vielleicht gibt es ja die OP-Skills, die man rausholen kann mit Ragnaros. Wir werden sehen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu, dass die jetzt hier wieder recyceln. Findet ihr das geil, dass der wiederkommt? Freut ihr euch auch auf andere Tavern Brawls, die dann wiederkommen werden? Wahrscheinlich ich schon. Aber ich hoffe trotzdem, dass noch neue dazwischen geschoben werden. Das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Tschüss und bis bald.